Schönen guten Tag, herzlich willkommen, Brettkollegen, eine neue Folge. So, in dieser Folge haben wir Danilife mit Sebastian Trägner, Titus Shopbesitzer aus Köln. Den wollen wir besuchen, mit dem checken, was er so den ganzen Tag macht. Und das schauen wir uns jetzt an. Joa, komm mal rein, ne? Ich habe nur ein bisschen Zeit, bevor es aufgeht zur Arbeit, mit meinem absoluten Favoriten, dem Titus Jägermeister. War ein geiles Teil mit Granitplatte und Stühle. Wenn die Dusche mal ausfällt, kann ich mich halt auch hier waschen. Auf jeden Fall ganz fresh. War ein schönes Bild. Der kleine Flur, mein Badezimmer, natürlich auf jeden Fall wichtig. Da wird jetzt nämlich was ganz Neues. Und zwar so eine frische Regendusche. Das ist richtig killer. Ja, ansonsten kleine Blümchen, ne, um es schön zu haben. Ist ja geil. Schön mit Unterschriften. Frohe Weihnachten in den Nacken. Ich glaube, das war schon vor 2 Jahren. Hilf war ganz geil. Muss mit hier rein. Das ist das Wohnzimmer. Ja, wie gesagt, ich bin gerade aufgestanden, deswegen ist das Bett natürlich nicht gemacht. Ja, Mützenwand, Hütewand, in mein Reich eintauchen. Das ist auf jeden Fall meine schöne Dachterrasse, weil hier geht halt alles. Ne? Derjenige, der im Übrigen mal hier sein sollte, kriegt von mir auf jeden Fall 50 Euro, wenn er das Handrail hier klar macht. Jetzt sind wir halt auf den Dächern von Köln. Alles gut? Ja. Sehr gut. Was geht ab? Hallo. Setup muss ich noch fertig machen jetzt. Ich bin gerade in den letzten Zügen zu unserem Video. Titus Köln haut ja ein eigenes Shop-Video raus, Blog. Am 1.6. ist jetzt auch die Premiere in Köln im Goldenen Schuss ab 21 Uhr. Also wer in Köln ist, sollte dafür vorbeikommen. Blumen, die werden natürlich auch liebevoll mit Hasi gegossen. Ne? Die Skater müssen auch mal ein weiches Herz haben, deswegen habe ich halt einen rosa Hase. Müssen wir mal arbeiten, ne? Dann mal ab zum Shop. Jo, willkommen, ne? Rein in den Shop. Ja, kleiner Overview über den Laden, für die, die es noch nicht kennen. So, nach getaner Arbeit geht man natürlich schnell in die Mittagspause und holt sich Kaffee. Mittagspausen, place to be. Ah. I'm a married man, you better hide your love away. I'm a married man, you better hide your love away. Don't you be calling me late at night. Don't you say you wanna hold me tight. You may be around, but I don't want you inside. All the time you've been winning things all right. Don't wanna be
Das war dann das Feierabendskaten am Kap und das war dann auch mein Day in the Life. Und jo, danke fürs Zuschauen und bis bald in Köln, spätestens am 1.6. zur Videopremiere vom Vlog. Haut rein! Huh?